Jetzt haben alle ihre Punkte verbraucht. Und wir haben zwei über, damit er die beiden hier umbringen kann. Oder eher die Blips, die von da kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bestimmt nur 5 wegen Tür kaputt machen. Ja, also das müsste okay sein. Der Blip würde hier landen und könnte dann da überall Genestealer hinspucken. Das ist okay, das ist okay. Endturn. Ich hätte ganz vergessen, dass wir auch Command Points für seine Ladehemmung brauchen können. Das passt schon. Target. Sauber. Oh. Lust ein paar. The machine spirits have answered my prayers. Ein Command Point noch. Nein. Nein, 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 nein. Oh, sehr gut. Zweiter Command-Punkt weg. Keine Command-Points mehr. Kasche, 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 Kasche. Und der nächste Blip. Nächste Blip. Okay, 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 okay. Das ist nur einer da oben. Okay, das ist machbar. Und zwei neue. Sogar zwei gute neue, weil es stinknormale Stormbolter sind. Das Beste, was es überhaupt gibt. Ganz normal Doppen. Terminator ready. Und 6 Command Points. Sehr schön. Also. Du, geh mal einen Schritt vor. Genau so sollte das sein. Dann gehst du noch einen Schritt vor. Gehst noch nicht in Overwatch, damit du noch deine Psy-Kräfte einsetzen kannst, falls wir sie brauchen. So, du bist ein Nahkämpfer. Du gehst einfach nur weg. So. Da oben kommt einer. Du gehst mal 4 vor, weil der eh nicht schnell genug rankommt. Du bist auch Nahkämpfer, du gehst auch einfach nur weg. Du bist ein Flammenwerfer, du bist manchmal ganz praktisch, aber du kannst mal hier hingehen. Und falls hier was spawnt, brennst aber den Gang lang. So, und ihr. Ihr seid wichtig. Ihr deckt die Korridore. Also er hier deckt momentan nur den. Das heißt, einer von denen kann hier mal hingehen. Dann kann er später den Gang nach oben decken. Hier sind ja auch noch zwei Spawnpunkte. Und der Hammertyp verschwindet hier bald. Also ja, da wird der Korridor gedeckt und der Korridor gedeckt. Währenddessen haben die hier Zeit nachzurücken. Damit einer der Stormbolter sich da hinstellt und nach da guckt. Und der Flammenwerfer kann nach da. Und sobald ein Blip spawnt, brennt aber den Gang lang. Währenddessen können alle anderen wegwuseln und nach der Rest nachrücken. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon vollständig. Ja, klingt soweit ganz gut. Du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blipsprung, 7. Musst eigentlich da stehen bleiben. Aber das ist nicht gut. Geh mal einen vor. Dann gehst du in Overwatch. Hast jetzt noch 4 Punkte über. Brauchen wir die 4 Punkte für irgendwas anderes? Tür kaputt hauen, 1, wenn er Glück hat. Raufgehen 2, 3, 4, 5, 6. Könnte in Sicht kommen. Aber da brauchen wir keinen Overwatch für. Da können wir nicht so einfach einen Schritt vormachen, dann schießt er den zu Klump. Und wenn nicht, dann gehen wir noch einen Schritt vor und gehen dann in Overwatch. Das passt. Also wir könnten noch 2 Punkte verwenden. Kurz prüfen, ob dem so wirklich ist. Ja, sieht gut aus. Und du musst eh noch gehen. Geh mal dahin. Du gehst dahin. Moving to target coordinates. Dann müssten wir so durch sein. Jo. End turn. Nein, hab ich. Bin ich mit dem Librarian in Overwatch gegangen? Ja. Sehr gut. My bolter is jammed. Nur noch ein CP. Unjamming weapon.
1 EP. Nur noch 1 EP. Sauber. Oh, hier oben ist langsam voll. Okay. Oh, wir haben doch noch mehr. Da, da. Deploy. Die Mission wird richtig lang dauern, denke ich. Also du... Geh einfach mal... weg. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du gehst dahin. Gehst in Overwatch, falls der wirklich bis dahin kommt. So. Du hast momentan gar nichts zu tun, weil von da unten kommt gerade nichts. Gehst aber nichtsdestotrotz am Ende der Runde in Overwatch. Du. Bist kein Stormbolter. Du bist ein Stormbolter. Es ist nicht gut. Nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist echt nicht gut. Geh mal zurück. Der braucht vielleicht einen Punkt für Ladehemmung. Er braucht garantiert ein, zwei Punkte für Ladehemmung. Wir können nicht jetzt Command Points benutzen zum Bewegen. Overwatch. Du. Dahin. Und guck mal, ob du irgendwie da lang brennen kannst. Nein. Dann. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wirklich viel bewegen darfst du dich auch nicht mehr. Clear a path. Dahin. Dahin gucken, dann bist du leer. Jetzt könntest du brennen, ja. Und zwar so, dass der da oben stirbt, wodurch seine Overwatch negiert wird. Und er könnte vielleicht hier dran vorbeigehen, also schräg durch. Und wir würden zwei Command Points verbrauchen. Die ich nicht verbrauchen will, weil dann könnte er hier sterben. Wenn er vorher schießt und Ladehemmung hat. Nee, ich denke, so sind wir wirklich am besten dran. Also er ist relativ sicher und der eine, der hinkommen könnte, wird von ihm erschossen. Aber wir haben nur eine Möglichkeit zu schießen, ne? Weil wenn er da steht, der Blip, sieht er ihn noch nicht so wirklich. Und dann geht der Blip schräg dahin. Dann kann er einmal schießen. Wenn er nicht trifft, ist der tot. Wenn der noch einen Aktionspunkt über hat. Ja. Du gehst da einfach mal hinterher. So. Du sollst ja schließlich auch weg. Was haben wir noch? Wir haben noch ihn hier. Er sollte eigentlich da stehen, wo der Flammenwerfer gerade steht. Das wäre am praktischsten. Aber da kommt er nicht so schnell hin. Kommt er absolut nicht schnell hin. Ne, du gehst einfach nur vor. Und deckst dann hier den Korridor. So, was haben wir noch? Wir haben noch die 9. Du kannst mal da lang gehen. Und du... gehst hier lang. Das sind richtig viele Terminal, fällt mir gerade auf. Was sagt die Karte? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und es müssen nur 4 weg. Es gibt bestimmt einen Erfolg, wenn wir das mit 8 oder 9 schaffen. Die will ich haben. No. Du sollst in Overwatch gehen, richtig? Richtig. Der Clown Terminator hat noch einen Punkt, kann ich aber nicht benutzen. Gut, ich glaube, damit ist die Runde fertig. Es wird langsam ein wenig knackig. Targets! Stirb. Das war knapp. Oh
Glück gehabt. Das war einfach nur Glück. Und gleich die nächsten da. Okay, 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 okay. Wie viel CP? 2, nee, neu würfeln. Sehr schön. Oh ja. Nicht übermütig werden. Du. Warte mal, du gehst erstmal vor. Dann gehst du nochmal vor. Dann gehst du nochmal vor. Dann schießt du. Hast gerade 4-mal eine ganze Salve auf den Typen. Okay. Absolute Verschwendung von Prometheum gewesen. Aber gut. Wir könnten jetzt. Nee, können wir nicht. Gut, also die haben beide ihre Punkte verbraucht. Du hast noch 2. Ja, sie. Nee, bleib's einfach da stehen. Gut, weiter im Text. Wir müssen sichern. Den Gang nach da, später mit ihm. Auch wenn da gerade nichts kommt. Er hier könnte vorgehen. Sollte er aber nicht. Er sollte hier gut Platz haben. Er geht einfach hier in Overwatch. Er hier läuft weg. Und ich glaube, er läuft hier lang, um die Türen zu öffnen. Problem ist nur, hat er keine Rückendeckung, wenn ihm das passieren sollte. So sehr ich die Tür noch aufhaben will, ich will ihn nicht in einen Terminator davor schicken, damit er stirbt. Also schicke ich ihn doch hier lang. So. Du. Wir haben ziemlich viele Punkte über. Wir könnten jetzt ruhig so ein teures Manöver machen. War aber nicht so teuer. Doch, könnten wir sogar. Können ihn da hinten hinschicken und von da aus noch ein Overwatch gehen lassen. Aber, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blipsprung, kaputt. Er muss genau da stehen bleiben und Overwatch gehen. Schade, schade. Oder er geht hier hin und geht hier in Overwatch. Ich glaube, das wäre langfristig besser. Damit er wenigstens ein bisschen vorankommt. Sonst ist der ganze Gang hier gesperrt und er kann auch nicht vorwärts gehen und so weiter. Ja, du stellst dich jetzt dahin und gehst da in Overwatch. Kostet uns 2 Command Points, ist absolut kein Problem. So. Overwatch. So, du bist Clown Terminator. Du gehst mal dahin. Gehst in Guard-Modus? Nee, komm. Gehst aber weiter. Und zwar gehst du gleich ganz weiter. Dann haben wir immer noch 3 Command Points über. Ja. Okay. So, also du bringst den da um. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Du läufst einfach in Richtung Ausgang. Aber nicht so schnell, dass nicht ein paar Leute hinterherkommen. Du gehst in Overwatch, um den hier zu töten, damit er ihm hier nicht in den Rücken fällt. 2, 3, was sehr wahrscheinlich wäre. Aber dürfte 1, 2 Mal schießen können. Das muss einfach reichen. Holding position. So, dich gehen wir gleich in Overwatch. Du hast noch 4 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du gehst mal dahin. Drehst dich nach da um. So dass du nächste Runde. Oh. So dass du diese Runde schon töten kannst. Und nächste Runde in die Richtung Overwatch gehen kannst. Und dann gehst du gemächlich nach hinten, bis du irgendwann an der Ecke stehst und den ganzen Gang abdecken kannst. Das wäre schön. Okay. Assault Cannon. Du rückst einfach nach.
Dann müssten wir auch durch sein. Du könntest dich eigentlich mal nach hier zurückziehen. Ja, warum nicht?